Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass am Nebentisch Tomasz Kobaczynski sein zweites Einzel gewinnt, gegen Wiedemann, dann wäre das Spiel hier das Schlüsselspiel, um wenigstens ein Unentschieden zu retten. Niklas Reindl, der Neuzugang bei den Hildburgsteinern aus Regensdorf, spielt gegen Volke. Und dann käme es auf dieses Spiel an, um wenigstens einen Punkt in Hildburgstein zu behalten. Nachdem der Start hier völlig missglückt ist, 1:5. Das Ergebnis aus der ersten Runde nach der Corona-Pause kam man ein bisschen besser in Schwung. Aber die Gräfenfinger haben, wie gesagt, schon ihren 6. Punkt. Die haben hier unentschieden sicher und wollen sicher noch mehr. Reindl schlägt auf. Und Hannes Hörmann zählt als Tischschiedsrichter.